Hallo, willkommen bei Money, Finanz kann jeder. So, der Drops ist gelutscht, das Börsenjahr 2023 hat ein Ende gefunden. Und so wie ich das im letzten Depot-Update-Video angekündigt habe, möchte ich dann heute mal so einen kleinen Jahresrückblick wagen und mal schauen, was ich so in meinem Depot getan habe, wie meine Gesamtperformance aussieht. Ja, und inwieweit ich im Vergleich zu den Indizes abgeschnitten habe. Wir haben jetzt das Depot-Update Nummer 130. Und bevor ich mir jetzt hier einen Wolf rede, möchte ich dann direkt einmal erstmal das Live-Depot zeigen, bevor ich zu den Datenblättern komme und da noch ein paar Details mehr erzähle. Wir haben jetzt hier das Depot mit dem aktuellen investierten Portfoliobestand von 189.526 Euro. Wir sehen, am Freitag hat sich jetzt nicht mehr allzu viel getan. Da wurde ja auch schon ab mittags, nachmittags, 14 Uhr, 14:30 Uhr, wurde ja schon in Deutschland nicht mehr gehandelt. In Amerika ging es dann noch ein bisschen weiter, aber in Deutschland wurden keine Kurse mehr gestellt und dementsprechend war man hier natürlich auch noch ein bisschen handlungsunfähig. Aber der Markt ist so dünn, die ganzen Marktteilnehmer sind auch gar nicht mehr aktiv großartig. Man sieht das auch an den Veränderungen in den großen Indizes und dementsprechend ja, hat sich am Freitag auch international genauso wie in Deutschland nicht mehr allzu viel getan. Ich zeige mal einmal kurz noch die Performance auf Wochensicht. Da habe ich ein kleines Plus von 0,63%. Auf Monatssicht habe ich ein schönes Plus von 5,75%. Auf Jahressicht habe ich ein Plus von 15,70%. Und insgesamt gesehen ist mein Depot 12,80% im Plus. Und das ist natürlich eine Entwicklung, vor allem wenn man die letzten 2 Jahre sieht, oder insgesamt 2,5 Jahre, seitdem ich das Depot eröffnet habe. Ist das natürlich eine insgesamte Performance, mit der ich natürlich ganz gut leben kann. Ich habe aber auch alles nochmal im Detail gleich, ja, ausgerechnet und werde das dann gleich bei den Datenblättern präsentieren. Ich zeige einmal nochmal ganz schnell meine ganzen Positionen in meinem Depot. Rechts seht ihr die prozentuale Veränderung seit meinem letzten Einstieg bei den einzelnen Positionen. Und ja, so wie ich das natürlich schon oft genug erklärt habe, werde ich momentan vor allem aktiv, falls mal eine Position ins Minus geht. Das ist natürlich nach dem Run der letzten Wochen bei den Indizes natürlich nur selten der Fall gewesen. Dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht so viel mehr in den letzten Wochen getan. Auch diese Woche war jetzt eigentlich sehr überschaubar meine Aktivitäten. Und ja, dementsprechend bin ich momentan auch eher in der abwartenden Haltung. Hier die British American Tobacco ist eine Position, die noch leicht im Minus ist. Aber hier habe ich mich jetzt diese Woche noch nicht genötigt gefühlt, irgendwas zu tun. Und hier warte ich auch erstmal ab, wie wir jetzt in den Januar starten. Und dann werde ich entscheiden, ob ich hier eine Optimierung mit einem Nachkauf verbinde. Ansonsten sind natürlich sehr, sehr viele Positionen sehr schön ins Plus gelaufen und auch ganz weit davon entfernt, dass ich hier aktiv werde. Ja, warum sollte ich jetzt auch, nachdem Aktien wie zum Beispiel eine Daimler Truck, die um 40% nach oben gelaufen ist, ja, jetzt noch nachkaufen, auch eine Thomas Systems mit plus 50%. Ja, da warte ich natürlich ab, wenn Schwäche noch mal reinkommen. Manche Positionen habe ich ja auch im Volumen bearbeitet, habe sie bei hohen Kursen teilweise im Bestand ein bisschen reduziert, um halt bei einem Zurücklaufen und nach so einem Lauf, in den letzten 6, 8 Wochen, ich glaube 9 Wochen sind wir sogar jetzt schon ununterbrochen nach oben gegangen. Ja, warte ich einfach jetzt mal eine Konsolidierungsphase ab, um halt wirklich die Bestände auch dann wieder aufzubauen. Aber grundsätzlich gerade die Positionen, die auch im unteren Bereich sind, sind natürlich Positionen, die ich vor allem in Schwäche aufbauen möchte. Und solange ich die nicht sehe, warte ich hier dann erstmal ab und konzentriere mich auf anderen Positionen. Wie zum Beispiel eine AMD, die jetzt 100% im Plus ist. Da werde ich jetzt aktuell nicht aktiv werden und weiter zukaufen. So. Jetzt sind wir auch gleich schon unten angekommen. Dauert nicht mehr lange, keine Sorge. Das geht jetzt fix. Und wenn wir unten angekommen sind, und das sind wir jetzt, hier sehen wir dann auch nochmal die 3 Short-Zertifikate. Dann gehe ich nochmal nach oben und mache mal ausnahmsweise auch nochmal, weil es der Jahresrückblick ist oder Jahresendvideo, auch nochmal den Blick auf die Geldbeträge, die die einzelnen Positionen im Plus momentan gelaufen sind. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen auch. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich grundlegend die prozentuale Veränderung zeige. Aber jetzt, wo das Jahr mal einen Abschluss findet, kann ich ja auch die Position einmal kurz im Detail auch mit den Geldbeträgen zeigen. Und
Wen das nicht interessiert, der spult vor und wer es interessiert, saugt es auf. Ihr könnt das entscheiden, wie ihr wollt. Dauert jetzt auch nicht so lange. Aber ich wollte das wenigstens einmal präsentieren für die Leute, die es eventuell interessiert. Und wenn ich damit dann jetzt fertig bin, würde ich sagen, sprinten wir auch mal gleich direkt zu den Datenblättern. Denn dann kann ich da noch ein paar weitere Details zu meinem Depot und was sich dieses Jahr getan hat, erzählen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig und dann starten wir mal bei den Datenblättern. So, ich habe die Daten so um 18 Uhr, 19 Uhr am Freitagabend übernommen. Da waren natürlich die deutschen Börsen schon geschlossen und dementsprechend ist da die 1:1 Parität natürlich vorhanden. Die amerikanischen Märkte liefen da noch, aber wie gesagt, nicht wirklich volatil. Und dementsprechend kann sich natürlich bei den Indexständen von den US-Märkten noch ein bisschen was ergeben. Aber so wie ich das aktuell beobachte, tut sich nicht wirklich viel. Und dementsprechend, da ich durch das Video ja auch noch machen muss, müssen wir eine kleine Differenz jetzt einfach mal einkalkulieren. Aber im Groben stimmen natürlich auch die US-Indizes, ja, ich sag mal, mit den Jahresendkursen dann auch fast überein. So, ich habe auf jeden Fall die Indexstände übernommen zum Zeitpunkt, wo ich die Daten hier eingetragen habe. Der DAX, der war bei 16.775 Punkte. Der S&P war bei 4.771 Punkte. Dow Jones 37.672 Punkte. Nasdaq bei 16.839 Punkte. MDAX bei 27.145 Punkte. Und der SDAX bei 13.985 Punkte. Und im Vergleich zum Zeitpunkt meines Depotstartes im Juli 2021 ist der DAX um 7,4% jetzt höher. Der S&P 500 ist immerhin um 9,63% nach oben gegangen. Der Dow Jones um 8,30%. Der Nasdaq hat sich am besten geschlagen mit einem Plus von 14,34%. Und ganz armselig sieht der MDAX aus mit 27.145 Punkten, und sprich 21,42% im Minus ist er noch. Und der SDAX ist auch nicht viel besser gelaufen. Der ist immer noch 14,29% tiefer wie zum Start meines Depots. Und wir müssen auch festhalten, dass wir wieder mehrere All-Time-Highs geknackt haben. Nämlich beim DAX, Dow Jones und Nasdaq. Der S&P 500 war mal, ich glaube, vorbörslich einmal knapp drüber. Aber auf Tagesschlussbasis hat das dann leider nicht geschafft. Und insgesamt sind die Märkte jetzt auch gerade zum Jahresende ein bisschen wackelig, leichte Tendenz nach unten gewesen. Und dementsprechend sind wir bei manchen Indizes mit einem ganz kleinen Prozentsatz unter den All-Time-Highs, bis auf natürlich MDAX und SDAX. Aber man muss wirklich sagen, wir bewegen uns aktuell auf einem doch sehr, sehr hohen Level. Und dementsprechend bin ich ja auch recht ruhig in meinen Aktivitäten momentan, weil ich ja durchaus noch mit einer Korrektur rechne. Natürlich jetzt nicht unbedingt in der Jahresendrallye. Und auch der Januar startet ja traditionell in den ersten Tagen eigentlich recht positiv. Persönlich gehe ich davon aus, dass wir vielleicht so ab Mitte Januar dann vielleicht mal so eine kleinere Schwächephase sehen. Und wirklich interessant wird es ja natürlich, wenn dann die Quartalsberichtssaison wieder beginnt. Und vor allem für mich dann auch interessant wird es dann das zweite und dritte Quartal werden, wo ich durchaus auch nochmal ein bisschen Turbulenzen am Markt sehen möchte oder auch erwarte. Und dementsprechend sehe ich natürlich zu, dass ich mich für so eine Phase natürlich auch vorbereite. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen und Monate auch schon getan. Und es kann auch durchaus sein, dass ich das noch ein bisschen weiter vorantreibe Anfang nächsten Jahres. Aber da warte ich jetzt erstmal ab, wie die ersten Januartage verlaufen. Wie gesagt, unterm Strich sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Und wenn man sieht, was auch alles global, aber auch an den Märkten passiert ist, muss man wirklich sagen, dass man mit dem Ergebnis wirklich zufrieden sein kann. Ja, und wir sehen ja auch bei den Indizes, was die teilweise für einen riesen Lauf hatten, mit DAX plus 20% im Jahr 2023, S&P 23% plus, Dow Jones 13% im Plus, Nasdaq 52% im Plus. Und auch der MDAX und SDAX können sich ja durchaus mit 8% und 17% sehen lassen. So, insgesamt kommen wir jetzt mal zu meiner Performance. Bin ich natürlich auch mit dem Ergebnis, was ich jetzt dieses Jahr erreicht habe, eigentlich sehr, sehr zufrieden. Aktuell, habe ich ja gerade gezeigt, habe ich so einen Gesamt,
Depotstand von 229.156 Euro, aufgeteilt dann in die 189.526 Euro, die aktiv investiert sind momentan, und die 39.630 Euro, sprich 17,29%, bin ich momentan im Cash. Und unterm Strich habe ich eine Gesamtperformance vom investierten Geld aus gesehen von 12,57%. Oder anders ausgedrückt, ich bin real mit 21.156 Euro im positiven Bereich. Und das ist durchaus ja, ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin, vor allem wegen meiner Depotaufbau-Vorgehensweise. Ja, man muss immer noch mit berücksichtigen, dass ich hier jede Position in Schwäche aufbaue. Das heißt, jede Position muss bei mir erstmal ins Minus laufen, um überhaupt mal ein bisschen größer aufgebaut zu werden. Und dementsprechend ist gerade in dieser Aufbauphase ist eigentlich ja normal, dass ein Depot, das so aufgebaut wird, natürlich erstmal ins Minus läuft und auch mal, ja, ich sag mal, negative Tendenzen hat, bis man halt wirklich mit dem Geld drin ist. Und dann in der Erholungsphase erhofft man sich natürlich eine Überperformance, wenn man halt von ganz unten mit größeren Beträgen halt die ganze Bewegung mitgeht. Die Bewegung kam schon teilweise und dementsprechend ist das Depot auch, ja, ich sag mal, in dem Maße jetzt im Plus, wie es jetzt ist. Und ja, ich gehe durchaus auch noch davon aus, dass das obere Ende nicht erreicht ist, weil viele Positionen sind natürlich noch nicht so weit aufgebaut, wie ich es mir hoffe. Wenn wir jetzt nicht eine Mega-Korrektur sehen oder einen Crash sehen, sind durchaus dann halt auch Investitionen nicht mehr in Schwäche bei mir dann halt drin, sondern dann werde ich durchaus auch mal beim Zurücklaufen von Kurse auch mal investieren, wenn ich es für einen guten Zeitpunkt halte, wenn die Kurse halt auch noch über meinem letzten Einstand sind. Aber das werde ich individuell entscheiden, wenn die Situation eintrifft und ich dann halt auch irgendwo investieren möchte. Momentan bin ich vorsichtig, deswegen habe ich auch meinen Cashbestand wieder auf ein ordentliches Niveau gebracht, weil ich halt mit der Korrektur jetzt rechne in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann möchte ich natürlich, ich sag mal, handlungsfähig sein, um halt auch dann Aktivitäten vollziehen zu können. Ja, und insgesamt, ich habe natürlich jetzt auch mal geschaut, was in diesem Jahr ja insgesamt bei mir gelaufen ist. Ich kann ja mal kurz durchgeben. Also Ende letzten Jahres, als ich mein Abschlussvideo gemacht hatte, hatte ich ein investiertes Geld von 115.280 Euro. Dementsprechend bin ich jetzt mit meinen 189.526 Euro mit mehr Geld von 74.246 Euro drin. Das Geld ist jetzt natürlich nicht nur durch Neuinvestitionen gekommen, sondern natürlich auch, weil das Depot, die Positionen in den positiven Bereich gelaufen sind. Also da sind natürlich dann auch ein großer Teil von Gewinnen mit drin. Anders ausgedrückt, Ende letzten Jahres war ich noch mit 4.123 Euro im Minus und jetzt bin ich mit 21.156 Euro im Plus und dementsprechend habe ich dieses Jahr gut 25.279 Euro gut gemacht. Wenn ich auf die reine Performance schaue, dann war ich Ende letzten Jahres bei minus 3,45%, was für mich aber normal war wegen der Aufbauphase. Und jetzt durch die Erholung und dem Ergebnis von 12,57% habe ich insgesamt im Jahr 2023 eine positive Performance von 16,02% erlangt. Und ja, damit kann ich natürlich sehr gut leben. Vor allem gut kann ich damit leben, weil ich ja auch fürs nächste Jahr eigentlich recht optimistisch gestimmt bin. Na, nicht, dass wir jetzt nicht noch Krisen und, also nicht nur Schwächephasen erleben könnten. Das kann immer passieren, aber ich finde zumindest für mich jetzt gesehen, für mein Depot gesehen, dass ich sehr, sehr viele Unternehmen in meinem Depot habe, die durchaus noch deutliches Potenzial haben, weil sie entweder dieses Jahr nicht mit so stark nach oben gelaufen sind wie die Indizes, weil sie auch fundamental ein ordentliches Bewertungsniveau haben und weil ich durchaus auch einige Aktien als unterbewertet ansehe und hiermit natürlich auch eine Erholungsphase nächstes Jahr wünsche. Ja, oftmals wird ja am Jahresende auch noch ein bisschen Windowdressing gemacht, da werden ja vor allem auch noch Werte dann oftmals bei den institutionellen Anlegern aus dem Depot geschmissen, die nicht so gut gelaufen sind und oft sieht man dann auch im Januar, dass dann gerade diese Werte wieder zurückgeholt werden, damit man sie dann halt in ihren Prospekten halt nicht ausweisen muss.
Und daher glaube ich schon, dass Anfang nächstes Jahres durchaus so eine oder andere Position, die aktuell noch nicht so stark gelaufen ist, besser aussehen wird. Ob so kommt, wird man natürlich abwarten müssen. Aber wenn ich mir insgesamt die ganzen Positionen anschaue, dann gehe ich durchaus davon aus, dass hier noch so einiges drin ist. Und auch wenn manche Aktien schon um 10-20% angesprungen sind, sind sie insgesamt gesehen, wenn man von ihren All-Time-Highs schaut oder den Highs von den letzten 3-4 Jahren, noch sehr, sehr weit entfernt. Und wenn man dann gleichzeitig noch auf die fundamentale Seite schaut, die aktuellen Zahlen sich betrachtet, aber auch das Bewertungsniveau auf KGV-Basis sieht, zum Teil auch die Dividendenrendite, die zumindest geschätzt wird, aber auch aktuell schon gezahlt wurde im Jahr 2023, dann sehe ich durchaus bei vielen Unternehmen, die gerade jetzt auch nicht so gut gelaufen sind in diesem Jahr, durchaus fürs nächste Jahr ordentliches Potenzial. Und dementsprechend schaue ich noch nicht mal als ängstlich ins Jahr 2024. Das wäre jetzt anders, wenn ich jetzt ein Depot hätte mit ganz vielen Werten, die ein extrem hohes KGV hätten, die fundamental gar nicht mehr nachvollziehbar sind, also das Bewertungsniveau. Dann wäre ich natürlich durchaus nervöser. Aber dadurch, dass ich viele Unternehmen habe, wo ich die aktuelle Bewertung nachvollziehen kann und durchaus auch das Potenzial nicht nur für nächstes Jahr, auch für die nächsten Jahre sehe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich hier noch einen schönen Schub nach oben mache, wenn endlich mal die zyklischen Werte wieder anspringen, die defensiven Aktien, die momentan nicht so gefragt sind, oder auch Unternehmen, die aktuell durch diverse Umstände leichte Probleme haben, Inflation oder Rohstoffe, Energiekosten und so weiter. Wenn sich das alles mal beruhigt, dass die natürlich viel Boden wieder wettmachen können, wenn die Märkte es mal zulassen. Aber das ist natürlich alles Glaskugelschauerei. Dementsprechend sind das keine Fakten und ich möchte mich ja heute auch ein bisschen mehr auf Fakten konzentrieren und dementsprechend wollte nur mitteilen, dass ich durchaus noch freudig ins nächste Jahr blicke, auch wenn ich meine, dass es dort eine Schwächephase geht. Aber insgesamt, dadurch, dass mein Depot ja insgesamt auch ein Langzeitdepot ist, finde ich die Niveaus, wo ich jetzt oder wie ich jetzt hier reingekommen bin bei den Positionen, schon ganz ansprechend. Und das könnte die nächsten Jahre noch ganz lecker werden. Aber man wird es dann erst sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt habe ich mir, glaube ich, wieder einen heißen geredet. Machen wir mal einfach weiter. Also mein ETF-Anteil ist aktuell bei gut 19,8%, also ungefähr in der Zielzone, den ich auch gerne haben möchte. Anleiheanteil ist ein bisschen noch unter dem, wie ich mir das vorstelle. Bin momentan bei 2,92% und der Metallbereich und Gold-Silber-Anteil liegt bei 1,19. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr, wenn die Kurse es zulassen, noch ein bisschen weiter aufstocke. Ja, ansonsten, mein Verlustverrechnungstopf, der ist noch nicht jetzt auf dem wirklichen Endstand vom Jahr. Grund ist auch relativ einfach, die letzte Aktualisierung, die mein Broker mir zur Verfügung gestellt hatte, die war am Morgen gewesen, vom Freitag. Und am Freitag sind noch so einige Dividenden eingetrudelt und zumindest von der Seite her könnte sich eventuell noch ein bisschen was ändern, obwohl im Verlustverrechnungstopf Aktien hat sich eigentlich nichts geändert. Das müsste eigentlich auch der aktuelle Stand sein, weil ich gar keine Verkäufe gemacht habe. Vor allem nicht am Ende der Woche und dementsprechend, müsste eigentlich doch einigermaßen hinhauen. Aber es ist halt immer so ein bisschen schwammig, weil ich halt nie Realtime-Stände von den Verlustverrechnungstöpfen bekomme und dementsprechend weise ich immer darauf hin, dass hier eine kleine Differenz ist von manchmal 24 Stunden und genug erklärt. Aber zum Thema Erklären möchte ich noch kurz sagen, wer hier irgendwas nicht versteht, zum Thema Depotaufbau, Struktur, wie ich Positionen aufbaue, Thema Optimierung, das Arbeiten mit den Steuertöpfen und so weiter und so fort. Einmal bitte Beschreibungstext, da findet ihr Erklärvideos, die ich angefertigt habe und die sollten alle Fragen eigentlich klären. Ansonsten kennt ihr das ja, ich trade hier nur für 1 Euro pro Trade, dementsprechend kann ich sehr kleinteilig handeln und ich habe hier keinen Freistellungsauftrag eingerichtet, weil ich den für ein anderes Depot brauche und dementsprechend wird alles bei mir direkt mit den Steuertöpfen verrechnet. Der Verlustverrechnungstopf Aktien ist auch noch gut gefüllt, sprich mit 14.519 Euro, was mir einen Steuervorteil von so knapp 4.065 Euro einbringt. Und ich bin auch nicht traurig, dass ich diese Summe momentan in dem Verlustverrechnungstopf habe, weil ich ja durchaus mir eventuell noch überlege, am Anfang des Jahres, falls die Märkte noch weiter sehr weit nach oben gehen oder weiter Dynamik nach oben zeigen, durchaus nochmal gerne ein paar Gewinnmitnahmen vollziehen möchte, um meinen Cashbestand weiter aufzubauen.
Und wenn ich das mache, möchte ich natürlich die Gewinne erstmal steuerfrei haben. Und das kann ich auf jeden Fall mit meinem aktuellen Verlustverrechnungstopf natürlich sehr gut machen. So, ansonsten habe ich hier, glaube ich, genug erzählt. Dann würde ich sagen, scrolle ich mal einmal die Liste in einem gemächlichen Tempo runter, damit ihr das auch zu jedem Zeitpunkt pausieren könnt. Na, hier sind dann halt von, ja, wie gesagt, so 18, 19 Uhr die Stände der einzelnen Positionen eingetragen. Ja, mit sämtlichen Infos, die ich brauche, um mit den Positionen umzugehen, also wie viel Dividenden ich erhalte, wie viel Gewinn oder Verluste ich durch Gewinnmitnahmen oder Optimierungen halt bei den Positionen habe und halt so eine Gesamtübersicht, damit ich dann halt ja für mich selber entscheiden kann, wie ich mit den einzelnen Positionen umgehe. So, das sind die ganzen Einzelaktien in meinem selbst erstellten ETF. Hier kommt mein Trading-Bereich, da hat sich nichts getan, habe ich ja letzte Woche auch schon erklärt, dass ich hier momentan die Füße stillhalte. Erstmal, weil jetzt durch Weihnachten und Silvester auch mal ein bisschen Ruhe angesagt ist. Die Märkte sind jetzt ja auch nicht volatil unterwegs. Und ich möchte natürlich gerade diese ja, kurz- und mittellangen Trades natürlich machen, wenn ich auch ordentliches Potenzial sehe. Und das Potenzial ist natürlich jetzt ja, ein bisschen überschaubar, wenn die Märkte einen All-Time-High nach dem anderen erreichen. Und dementsprechend warte ich jetzt erstmal ab und hoffe natürlich, dass ich Anfang nächsten Jahres hier mal richtig durchstarten kann. Ja, in meinem ETF-Bereich hat sich nicht allzu viel getan. Na, hier investiere ich ja in Länder, Branchen und Regionen. Je nachdem, wo ich Bock habe, kann ich hier in meine aufgestellten Töpfe Geld investieren. Es sind auch viele ETFs drin, die eine schöne Dividendenausschüttung haben. Das hilft mir dann auch für meinen Dividendenbereich. Hier kommt dann mein Metallbereich. Ja, eigentlich fehlt hier eigentlich nur noch eine Silberposition, aber die will ich erst eröffnen, wenn schöne Kurse da sind. Und aber ansonsten sind die Töpfe auch jetzt aufgestellt. Und auch hier kann ich dann je nach Lust und Laune investieren. Und bis auf Kupfer sind eigentlich auch alle Metallpositionen aktuell im Plus. Und das ist eigentlich auch eine Entwicklung, die ich ja, ganz nett finde. So, dann kommt mein Anleiheanteil. Ist jetzt ja, ein paar Pötte, die ich hier im Anleihe-ETF-Bereich aufgestellt habe. Bin eigentlich auch mit der Entwicklung in diesem ja doch Alternativ-Anlage Bereich eigentlich auch ganz zufrieden. Auch hier sind alle Anleihe-ETFs aktuell im Plus und die ganzen Positionen haben ja durchaus auch eine schöne Ausschüttung und dementsprechend ja, bin ich auch aktuell zufrieden, dass ich hier in dem Maße investiert bin. Ja, könnte wie gesagt ein bisschen mehr von der prozentualen Aufteilung sein, dass das noch ein bisschen stärker aufgebaut wird. Aber da muss ich halt nächstes Jahr mal schauen, wie ich das mache. Ja, und hier unten sind dann meine Absicherungen, die ich momentan drin habe. Ja, Absicherungen sind natürlich immer so eine Sache, wenn die Märkte natürlich, anders wie erwartet, immer weiter nach oben gehen, sind natürlich Short-Absicherungen im Indexbereich natürlich immer sehr kontraproduktiv. Ich habe ja dieses Jahr auch durchaus auch schon ja, ein bisschen negative Erfahrungen machen müssen, weil ich schon ja, im Zertifikatebereich auch ja, Verluste hinnehmen musste durch nicht funktionierende Absicherungen, die ich dann irgendwann auch mal aufgelöst habe. Zum Glück aufgelöst, sonst wären sie jetzt noch weiter ins Minus gegangen. Aber das ist dann halt auch zum Teil einfach nur Wohlfühlfaktor, ne? Dass ich einfach sage, momentan finde ich die Märkte ja ziemlich heiß, ich will vielleicht nicht unbedingt Bestände verkaufen, also nehme ich Absicherungen rein, anstatt jetzt irgendwelche Positionen zu verkleinern, um einfach ein bisschen Risiko rauszunehmen. Und aktuell habe ich die halt auch drin, ne? Einmal auf den S&P 500, auf den Nasdaq und auf den DAX. Und ja, sollten sie nach oben gehen, mache ich halt ein paar Euro Extras. Wenn das Depot runtergeht, habe ich halt ein paar Positionen, die ein bisschen, ich sag mal, gegen den Strom arbeiten. Und ja, sollte ich halt falsch liegen, die Märkte weiter hochgehen, bin ich ja immer noch mit, ja, weiß nicht, gut 96% des Depots dabei. Und die Absicherungen sind dann im Verhältnis zu dem, was das Depot plus macht, natürlich geschwinden gering. Und ja, deswegen ist einfach nur momentan ein Wohlfühlfaktor. Und den gönne ich mir einfach, um schöner den Jahreswechsel zu vollziehen. So, dann kommen wir mal einmal schnell zu meinen Aktivitäten. Also ihr seht schon, investierte Summe ist diesmal nichts. Also so wenig habe ich in einer Woche noch nie investiert, nämlich gerade mal 71 Euro. Und das ist auch erst oder ist auch nur reingeflossen in die beiden Short-Zertifikate, die ich noch ganz leicht ja, erweitert hatte. Ich habe das mit Optimierung verbunden, weil ich noch zum Jahresende die Verluste schnell realisiert hatte, um die erhaltenen Dividenden, die ich bekomme, dann halt steuerfrei zu erhalten. Dann habe ich die
ja, Gunst genutzt und dann halt die Bestände ganz leicht nochmal ein bisschen aufgebaut. Aber ja, nichts Wildes. Neue Aktien oder ETFs habe ich diese Woche nicht gekauft. Habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass für mich das Börsenjahr 2023 eigentlich schon jetzt vor Weihnachten abgeschlossen war. Und dementsprechend war ich auch, so wie ich das erzählt hatte, diese Woche nicht wirklich aktiv gewesen. Dann kommen wir noch zum Dividendenbereich. Insgesamt 27 Dividenden habe ich diese Woche wieder erhalten. Teilweise natürlich wieder nur Kleckerbeträge. Aber wie ich das schon so oft gesagt habe, Kleckerbeträge stören mich nicht, denn in der Summe sind natürlich Kleckerbeträge auch schön. So auch diese Woche, denn ich habe 153,06 € an Nettodividenden erhalten durch die 27 Positionen. Und die habe ich natürlich auch dementsprechend bei mir im Tabellenblatt hier eingetragen. Insgesamt hat mein Depot 5.153 € an Dividenden erhalten. Und in diesem Jahr konnte ich mich über 3.604 € freuen, die die Unternehmen und ETFs dann halt auf mein Konto gespült haben. Nächstes Jahr hoffe ich mir durchaus mehr. Also mein Ziel ist ja auch durchaus mein Dividendenanteil immer weiter auszubauen. Durch frisches Kapital, aber auch durch Gewinne durch die Trading-Position, aber auch die Dividendenzahlung, die ich erhalte. Und das Cash soll auch durchaus immer zu einem guten Prozentsatz in aktuelle Dividendenwerte reinfließen, damit ich dann halt im Folgejahr auch noch mehr Dividenden bekomme, ne, wie so ein Rolleffekt, ne, dass ich dann halt jedes Jahr durchaus eine Dividendensteigerung erhalte. Das ist mir dieses Jahr auch sehr gut gelungen. Durch meine doch stärkeren Investitionen, die ich dieses Jahr getätigt habe. Ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr oder Ende letztes Jahres hatte ich 1.546 € an Nettodividenden im Jahr 2022 erhalten. Dieses Jahr waren es 3.604 € und dementsprechend konnte ich die Dividendenzahlungen bzw. das Cashflow aus Dividenden dieses Jahr um 2.058 € erhöhen. Und ich erhoffe mir durchaus für das Jahr 2024 eine weitere ordentliche Steigerung. Ich werde aber zu dem Thema noch ein weiteres Video machen mit so einer kleinen Dividendenvorschau, damit ihr seht, wie diese Effekte sind, wenn man halt auch einen großen Dividendenanteil im Depot hat, was das bedeutet für das Free Cashflow, wie auch mein aktuelles Depot aufgestellt ist von der Gesamtdividendenrendite auf mein aktuell eingesetztes Geld bzw. auf das aktuelle Depot. Und das habe ich vor, nochmal als Video zu verwursten und das werde ich dann jetzt die Tage auch bringen. Ja, Verkäufe gab es keine diese Woche und dann würde ich sagen, erkläre ich nochmal eben kurz die letzten Sachen, die ich nochmal abschließend für das Jahr 2023 sagen wollte. Ich habe ja durchaus auch ein aktives Handeln bei mir und das bezieht sich zum einen auch auf Zertifikate, die ich zum größten Teil natürlich für die Absicherung nehme. Hin und wieder waren auch spekulative Ansätze dabei. Ich erinnere nur an das fehlgeschlagene Nvidia-Debakel, wo ich versucht hatte, die Nvidia-Aktie erfolglos zu shorten. Und ich habe mal nachgeschaut, also die ganzen Zertifikate sind bei mir dieses Jahr negativ gewesen. Insgesamt gehe ich hier aus dem Zertifikatebereich mit gut 1.812 € raus, also gut 1% Performance habe ich verloren, dadurch, dass ich mit Zertifikaten unterwegs war. Ist natürlich jetzt keine Riesensumme, also klar, der Betrag tut weh und ich hätte mich auch gefreut, wenn ich den nicht im Minus hätte, aber hätte es gesehen auf die Depotgröße natürlich jetzt keinen Weltuntergang und der größte Teil von diesem Minus ist auch darauf zurückzuführen, auf meine Absicherungen, die teilweise dann halt schiefgelaufen sind. Ich hatte ja dann, ich glaube, zur Mitte des Jahres mal so eine größere Absicherungsphase gehabt und das hat ja nicht wirklich gut funktioniert. Aktuell habe ich wieder eine, wo ja auch dann schon wieder ein paar Verluste angefallen sind. Aber von den aktuell wirklich realisierten Verkäufen im Zertifikatebereich habe ich eine negative Performance hingelegt. Schöner sieht es dann bei meinen ganzen Aktivitäten im ETF und im Aktienbereich aus. Zum einen bei den Positionen, die ich dann halt komplett verkauft habe, bei Aktien, aber auch ETFs. Und natürlich vor allem dann bei Gewinnmitnahmen, die ich bei meinen einzelnen Positionen dieses Jahr gemacht habe. Ich arbeite ja durchaus im Volumen bei manchen Positionen. Und wenn sie in meinen Augen zu stark gestiegen sind oder gelaufen sind, dann nehme ich auch mal Gewinne mit.
und versuche dann die Position in Schwäche dann wieder aufzubauen. Klar, funktioniert nicht immer. Ich habe auch einige Positionen, wo ich Gewinnmitnahmen gemacht habe und die sind dann auch weiter nach oben gelaufen. Aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Unternehmen hat es geklappt und dann konnte ich wirklich die Bestände teilweise 20-30% tiefer, nachdem ich meine Gewinne gesichert hatte, dann wieder unten einsammeln und die Position dann wieder vergrößern oder in dem Maße aufbauen, wie ich mir das vorstellte. Auf jeden Fall habe ich Gewinne von Aktien und ETFs in diesem Jahr in Höhe von 13.541 Euro realisiert. Na, das waren dann halt wirklich die Gewinne, nicht die Bestände, die ich verkauft habe, sondern wirklich die Gewinne, die ich aus Gewinnmitnahmen realisiert habe. Und deswegen kann ich ja auch mit dem Minus von 1812 Euro bei den ETFs sehr gut leben. Und das soll ja durchaus auch ein bisschen Performance-Schub nachher geben, wenn ich dann halt durch diese Gewinnmitnahme und das günstigere Einsteigen anschließend bei den Positionen noch ein bisschen mehr rausholen kann. Wie gesagt, für das Jahr 2023 habe ich bei Aktien und ETFs ein Plus von 13.541 und ein Minus bei den Zertifikaten von 1812 Euro. So, und dann habe ich der Erklärbär hier eigentlich soweit alles gesagt, wie das Jahr gelaufen ist. Und dann gibt es eigentlich hier nicht mehr zu berichten. Dann schauen wir uns nochmal ganz schnell die Aufteilung von meinem, von meinem selbst erstellten ETF an. Hier hat sich natürlich jetzt auch nicht viel getan, weil ich diese Woche natürlich nichts gemacht habe. Die letzten Veränderungen habe ich ja im letzten Depot-Update-Video ja erklärt. Aktuell habe ich halt zwei Positionen, die noch offen sind im Öl-Gas-Bereich. Durch das Wegfall der Crop Energies, die ja jetzt von der Südzucker komplett übernommen wird, da habe ich ja ein schönes Plus hinlegen können und habe mich da über die Gewinne gefreut, das alles schon über die Bühne gebracht. Und bei Gütertransport und Verkehr fehlt mir auch noch ein Unternehmen und da werde ich nächstes Jahr auf Suche gehen. Allerdings ja noch nicht direkt am Anfang des Jahres, sondern ich warte wirklich ab, bis eine erste Schwächephase sich andeutet und dann werde ich in den Positionsaufbau starten. Eine weitere Aktie, die noch ein bisschen auf der Kippe steht bei mir im Langzeit selbst erstellten ETF-Bereich, ist im Chemiesektor die Covestro. Hier steht ja auch noch eine Übernahme an. Hier könnte natürlich auch, sobald ein Preis erreicht ist, den ich mir auch vorstelle, das ist dann halt so um die 60 Euro. Ja, wenn man Glück hat, vielleicht nochmal die 65 Euro. Ich glaube, das letzte Gebot für die Covestro lag auch ungefähr in dieser Bereich 60 Euro. Und sollten wir mal in dieser Region hinlaufen, dann werde ich dann durchaus auch hier den Stecker ziehen. Vor allem, wenn dann halt das, die Annahme von dem Angebot dann halt verkündet wird und ein Übernahmepreis dann halt auch feststeht. Bisher habe ich ja schon einen Gewinnmitnahme hier gesichert, falls der Deal doch nicht zustande kommt. Und dementsprechend kann ich jetzt ruhigen Gewissen zuschauen, was hier mit der Position passiert. Aber es kann durchaus sein, dass die Position auch noch rausfällt, wenn halt wirklich die Übernahme kommt und dann hätte ich halt wirklich drei Positionen, die ich hier in meinem selbst erstellten ETF mir noch suchen müsste. Aber das ist ja kein Thema. Dafür habe ich ja nächstes Jahr dann genügend Zeit, wenn ich auf Aktiensuche gehe. Denn dann sollen natürlich auch andere Aktien gekauft werden, nämlich die im Trading-Bereich. Und hier ist natürlich noch gehende Leere, weil ich hier nur eine Position habe. Aber das wird dann halt so meine Aufgabe nächstes Jahr sein, halt weiter mir Aktien anzuschauen, Aktien zu suchen. Wie gesagt, drei Stück für den Langzeitbereich und ansonsten vor allem für die Trading-Positionen, wo ich dann halt kurz- und mittelfristig die Aktien halten möchte, um sie dann halt im Gewinn zu verkaufen. Ob es klappt, wie es klappt, werden wir dann nächstes Jahr sehen. So, dann würde ich sagen, habe ich genug erzählt. Ich will das jetzt auch nicht hier zu lange machen. Und dementsprechend würde ich sagen, das war's. Na, hören wir mal auf, genießen wir mal noch ein bisschen die freie Zeit. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das Video jetzt veröffentliche. Vielleicht haben wir auch alle einen dicken Schädel und sind genervt, dass ich jetzt hier so viel rede. Dementsprechend, ich mache jetzt Schluss und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es im nächsten Jahr weiter, hoffentlich nach oben und wenn es nach unten geht, sehen wir uns auch, weil dann werde ich vor allem aktiver werden und dann wird es natürlich auch wieder vermehrt Videos von mir geben. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!